Wusstest du das? Weißt du, was eine Drosselschmiede ist? Nun, so oder auch gelegentlich als Schneckenschmiede bezeichnet man einen Stein, an dem Drosseln und andere Singvögel Schneckengehäuse zertrümmern, um an deren Inhalt zu gelangen. Besonders die Singdrossel gilt als eifriger Verspeiser und somit als natürlicher Fressfeind von Bänderschnecken. Da sie die Gehäuse ihrer Leibspeise nicht mit dem Schnabel zertrümmern können, suchen sie sich dafür einen geeigneten Stein. Da sie immer den gleichen Stein benutzen, entdeckt man häufig rund um einen solchen Stein leere Schneckengehäuse. Hättest du das gewusst? Was hat eigentlich ein Eisenbahnbaron mit Kartoffelchips zu tun? Nun, der berühmte sogenannte Eisenbahnbaron Cornelius Vanderbilt, 1794 bis 1877, soll wohl am 24. August 1853 im Hotel Moon Lake Lodge in Saratoga gegessen haben. Nachdem er sich zweimal beim Koch George Crumb über zu dicke Bratkartoffeln beschwert hatte, schnitt dieser die dritte Portion so dünn, dass man sie nicht mehr mit der Gabel aufspießen konnte. Zur großen Überraschung war Vanderbilt davon so begeistert, dass diese neue Köstlichkeit als Saratoga-Chips in die Karte aufgenommen und von da aus als Kartoffelchips die Welt erobert haben. Hättest du das gewusst? Wusstest du, woher das Sprichwort die Arschkarte ziehen kommt? Nun, diese Redewendung, die als Synonym für besonders ungünstige Situationen gilt, in die ein Mensch geraten kann, hat ihren Ursprung wohl beim Fußballsport. Seit 1970 beim Fußball die rote Karte eingeführt worden war, wurde diese bei den meisten Schiedsrichtern in der Gesäßtasche aufbewahrt und die gelbe in der Brusttasche, um Verwechslung zu vermeiden. Der Spieler, dem die rote Karte gezeigt wurde, erhielt somit die Arschkarte. Es gab übrigens auch lange die Behauptung, dass die Karten deshalb in unterschiedlichen Taschen getragen wurden, damit im Schwarz-Weiß-Fernsehen besser zu erkennen sei, welche Karte der Schiedsrichter dem Spieler zeigt. Allerdings wurde bereits 3 Jahre vor der Einführung der roten Karte auch das Farbfernsehen eingeführt. Unabhängig davon würde die gelbe Karte im Schwarz-Weiß-TV in einem sehr hellen Grau, die rote jedoch in einem dunklen Grau, auch deutlich unterscheidbar sein. Hättest du das gewusst?